Und tragen Sie die Termine ordentlich ein. Ich habe keine Lust, wegen Ihrer Schlampigkeit durcheinander zu kommen. Ich habe alles notiert. Dann hoffe ich, dass nichts schief geht. Sie können Schluss machen für heute. Danke. Der Rest ist für Sie. Schönen Gruß an Charlie. Der Espresso war ranzig. Okay. Gehe ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh nein, haben wir uns verpasst? Wie schade. Na, noch einen ranzigen Espresso nach dem anstrengenden Tag? Ich habe einen schönen Nachmittag gemacht und war shoppen. Ah, du offensichtlich auch. Glückwunsch, dass dir sowas auffällt. Die einzig geschmackvolle Krawatte, die du je besessen hast. Tja, vielleicht hätte ich ja diesmal einfach eine Einkaufsberaterin mit Geschmack. Und Grips hat sie übrigens obendran auch noch. Du bist in deiner Rolle als Sugar, der dich schon so richtig angekommen ist. Oh Gott, sowas ist Vater von meinem Kind. Oh. Bitte, du wirst mir doch nicht unterstellen, dass die Kleine mich interessiert, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wette, du kleidest sie nur in meiner Lieblingsboutique ein, weil du so ein netter Mensch bist. Und seit wann willst du für deine Gefälligkeiten eine Gegenleistung? Oh Gott, das ist ja widerlich. Ja, Papa Wolf sieht das bestimmt genauso. Und wenn er wüsste, wo Kim heute Nachmittag war, würde er sein Gewehr durchladen und dir einen Besuch abstatten. Und je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee. Weißt du, Tanja, ich fördere einfach nur den Nachwuchs. Und anstatt mich mit deinen kranken Fantasien zu belästigen, sollst du dich einfach darüber freuen. Die Kleine kann von mir noch richtig was lernen. Fragt sich nur was.